Herzlich willkommen aus, mal Licht anmachen, Werkstatt unterm Dach. Ja, hier ist jede Menge Platz. Mein Zimmer ist, mein Eisenbahnzimmer, viel, viel Platz, weil, richtig, kein Rollstuhl mehr. Ha, meinen eigenen verschissenen Füßen kann ich jetzt endlich an meiner Eisenbahn richtig Gas geben. Ich wollte euch noch mal ganz kurz informieren. Bevor ich in die Reha gefahren bin, habe ich diesen Tomix wieder wegschicken müssen. Das ist jetzt das dritte Mal. Und dieser Tomix-Zug hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er benimmt sich und macht seinen Dienst oder er fliegt durchs geschlossene Fenster. Da war jetzt der Motor kaputt und der Decoder. Ich habe noch einmal auf Kulanz einen neuen Motor, einen neuen Decoder bekommen. Ich kann euch nicht sagen, was ich falsch mache. Ich kann euch nicht sagen, was falsch läuft. Es kann auch sein, dass ich vielleicht echt zu blöd bin. Aber ich kann ihn ja nicht mit anderen Einstellungen betreiben, als ich den von DM Toys direkt bekomme. Weil ich verändere da gar nichts. Ja, und er brennt, der Motor brennt durch, der Decoder löst sich in Rauch auf. Ich weiß es nicht, was nun los ist. Gestern habe ich Testfahrten gemacht, halbe Stunde, lief einwandfrei. Ich warte das jetzt erstmal ab, was damit ist. Ansonsten, wie gesagt, lernt das Ding fliegen. Ja, wie gesagt, gemacht habe ich nicht viel, aber ich habe heute mich nach längerem Zetern und, ja, weil heute Ostern ist, keine Ahnung, mich an den Umbau meiner BR012 gemacht, beziehungsweise da möchte ich eine weitere Achse mit Haftreifen versehen. Ich habe von Michael aus Rastatt diese Achse geschenkt bekommen und hatte echt Bedenken, den Tender auseinanderzubauen, weil ich das noch nie gemacht habe und es eigentlich Lötarbeiten anstanden. So hat mir der Michael das zumindest gesagt, ich muss die Kabel vom Chassis ablöten. Das habe ich Gott sei Dank nicht machen müssen, weil mir beim Rausnehmen des Motors gleich alles so entgegenkam und auseinandergefallen ist. Positiv auseinandergefallen. So, jetzt nehme ich hier mal die alte Achse hier weg, die muss ich mir mal aufheben. Und jetzt werde ich, kann jetzt leider im Augenblick nur mit meinem Handy, weil meine GoPro unterwegs ist. Wie gesagt, das ist mein Stoff für heute, den ich jetzt mache. Ich werde das jetzt zusammenfriemeln und mich später dann nochmal melden mit dem Fahrbericht. Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich mir das vorstelle. Ne? Ansonsten auch guten Flug. Ne? Bis später. So. Moin, da bin ich wieder. Zweiter Teil, Werkstatt unterm Dach. Ich habe meine BR012 wieder zusammengebaut. Zwei Achsen jetzt mit Haftreifen. Läuft einwandfrei. Ich hatte da echt meine Bedenken. Aber sie fährt. Kommt jetzt auch besser mein Gleiswendel hoch. Ich kann das gleich mal zeigen. Im Rückwärtsgang wollte sie mit einer Achse Haftreifen da überhaupt nicht hoch. Und jetzt fährt sie hier einwandfrei hoch. Na, da kommt sie. Das ging vorher mit einem Haftreifen, beziehungsweise mit einer Achse Haftreifen überhaupt nicht. Herzlichen Dank an Michael aus Rastatt für den Support. Wir haben uns wieder köstlich amüsiert. Jo. Ich werde das gleich mal testen mit Anhängern dran, mal gucken, wie sich das verhält. Mehr Achsen kann man da nicht, wenn ich das richtig gesehen habe, mit Haftreifen versehen, weil die anderen, insgesamt hat sie 5 Achsen, 2 sind, 3 sind noch Stromabnehmer drauf. Nee, auf 2. Die vordere Achse, die erste Achse von links gesehen am Tender ist bedeutungslos, da ist kein Antrieb drauf, auf keine Stromabnahme. Die zweite von links ist Haftreifen, die dritte von links ist Stromabnehmer, die vierte von links ist jetzt auch mit Haftreifen und ganz hinten rechts sind auch nochmal Stromabnehmer dran. Ne? Da kann man keine, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, kann man da keine Haftreifen drauf machen. Das würde nicht funktionieren, denke ich mal. Wenn ich jetzt richtig, vielleicht liege ich falsch. Ich baue sie jetzt mal nicht auseinander, um das nochmal zu sehen. So. Beziehungsweise nachzugucken. Ja, hier hat sich, wie gesagt, an meiner Anlage nichts getan. Tomix habe ich eben schon Stellung zu bezogen. Und hier ist meine Werkbank. Die habe ich umgedreht.
Eigentlich sollte hier ja mein, was sagt, Betriebswerk hin mit Abstellmöglichkeiten für längere Züge, mit Ringlokschuppen und so weiter und so fort, wo ich nächstes Jahr im Januar damit anfangen wollte. Das Projekt habe ich jetzt erstmal auf Eis gelegt, weil ich erst einmal diese Erweiterungsplatte fertig kriegen möchte. Ich möchte alle meine Weichen elektrifizieren bzw. mit Antriebe versehen, und das sind etliche Weichen, die ich hier verbaut habe. Oder ja, die ich noch umrüsten muss. Ich muss auch zwei Weichen, ihr seht das hier, man kann es von oben genau sehen, die ganze Weiche ist verzogen. Nicht, weil ich zu blöd war, die anzubauen, aber als ich mit dieser gesamten Platte letztes Jahr umgezogen bin, diese ganze Platte ist komplett, so wie sie hier steht, auf dem Hänger rauf, beziehungsweise auf dem Umzugswagen. Und die Platte war, die Holzplatte stand in einem Raum, ja, ich will nicht sagen, dass es feucht war, aber ihr wisst ja, wie es ist. Hier habe ich sehr, sehr einen trockenen Raum, und die Platte hat sich verzogen, und auch umzugsbedingt hat die einigen Macken einige Schläge einstecken müssen, dass ich insgesamt vier Weichen nochmal ersetzen muss. Das sind jetzt die Projekte, die erstmal anstehen. Ich möchte erstmal hier alles fertig kriegen, wie ich mir das gerne wünsche, auch Blockstellen an meinen zwei Hauptstrecken. Läuft, Michael, läuft. Ohne Flügel, läuft. Dank dir. Nächstes Thema. Hier steht eine BR54. Eine solche hatte ich bis vor kurzem auch noch in Gebrauch. Vielleicht habt ihr das in den vorangegangenen Videos gesehen. Die war eigentlich analog, ursprünglich analog. Ich habe vor gut einem Jahr, vor anderthalb Jahren, kann man sagen, dort einen Decoder eingebaut, der, ja, dann sich, es war ein ESU, der hat sich aufgelöst, beziehungsweise der Motor und der Decoder haben sich aufgelöst. Ich habe einen neuen Decoder und einen neuen Motor einbauen lassen, einen Dillon Haas Nano Decoder. Das ist noch, auch noch, ja, das ist kurz. Auch bevor ich in Reha gegangen bin, passiert. Der hat dann allerdings folgendes Problem, oder die Lok hatte folgendes Problem. Man hat die, zuerst fuhr sie, wie gesagt, die erste halbe Stunde einmal frei, vorwärts, rückwärts, alles wunderbar. Und nach einiger Zeit wollte ich dann die Lok anhalten, und der Decoder hat nicht reagiert, beziehungsweise die Lok hat nicht reagiert. Sie ist einfach weitergefahren. Ich hatte das damals erstmal auf diese Z21-App geschoben, weil ich damals ja richtig sauer auf diese Scheiß-App gewesen bin, weil die irgendwie nicht so richtig funktionierte, wie ich das wollte und wie es letzten Endes vielleicht sie es auch sollte, von Fleischmann aus. Hab gedacht, okay, liegt an der App, hab meine Multimaus angeschlossen, gleiche Problem. Jedes Mal, wenn die Lok vorwärts fährt, hält sie nicht mehr an. Wenn man den Regler runterdreht, selbst, ja, hält nicht an. Wenn man rückwärts gefahren ist, funktioniert das alles einwandfrei. Lok fährt rückwärts, Lok hält auch im Rückwärtsgang an. So, ich die Lok zu Michael aus Rastatt von Michael Mobers Welt geschickt. Ich sage, Michael, pass mal auf, guck mal, da ist ein Kabel ab. Beziehungsweise es hat sich hier bei mir zu Hause schon rausgestellt, dass dort ein Massekabel ab war. Jetzt bin ich beigegangen, habe dieses Massekabel angelötet, und wie es dann so ist, ich bin da halt kein Filigrantechniker, was das angeht. Ich kann das leider nicht so anlöten, wie das hätte sein sollen. Ist noch ein weiteres, ein Pluskabel abgegangen, habe ich das Ganze eingepackt, zu Michael nach Rastatt geschickt. Ich sage, tu mir mal einen Gefallen, löt mir das alles wieder an. Das hat er letzte Woche Freitag dann auch getan, und dann in einer WhatsApp-Live-Konferenz haben wir festgestellt, dass die Lok fährt rückwärts, sie hält auch an, aber vorwärts nicht. Vorwärts fährt sie los, und man kriegt sie nicht zum Stoppen. Man muss wirklich den Notausdrücken, den Strom entziehen, und dann hält die Lok an. Wir haben dann festgestellt, oder jetzt erstmal oberflächlich festgestellt, dass der wohl der, dieser Decoder kaputt sein muss. Der ist nigelnagelneu. Ich werde ihn jetzt einsenden, den Decoder, und mal schauen,
was Dylan Haas sagt. So, warum steht die Lok hier dennoch? Das ist nämlich nicht meine alte. Diese Lok hat mir der Michael von Mobas Michael, Michas Moberwelt aus Rastatt geschenkt. Das Einzige, was ich ihm bezahlen musste, war der Decoder, der drin verbaut ist. Das ist ein Kühn. Weil die andere BR54, das Chassis schon abgefallen ist, nicht mehr so festbar war. Ja, das ganze Gestell, die ganze Lok war irgendwie schon so oft auseinandergebaut, dass es keinen Sinn mehr ergeben hat. Und da hat mir der Michael dieses wunderbare Geschenk gemacht, wo ich wirklich gerührt war und mich auch wirklich gefreut habe. Und Michael, danke nochmal hierfür. Ich werde diese Lok in Ehren halten und ich habe mit dieser Lok auch noch was vor. Und zwar eine kleine Widmung, aber das in ein paar Tagen bzw. Wochen, wenn ich dazu Zeit finde. Jo, was ist noch passiert? Bei Bergstadt unterm Dach hat es gebrannt. Und zwar nicht nur irgendwie modellbahnmäßig, sondern in echt. Und zwar hier hinten in meiner Altstadt. Wie ihr seht, die Altstadt ist komplett neu aufgebaut. Noch nicht ganz fertig. Was genau passiert ist, kann ich euch gar nicht mal so genau erzählen. Ich kann es euch höchstens zeigen. Was war passiert? Warum es in Bergstadt unterm Dach in meiner Altstadt gebrannt hat? Na, komm, schnell scharf. Das ist die Ursache. Dieser Anhänger ist in Brand geraten. Ich habe mir diesen Anhänger mal gekauft auf dem Flohmarkt, das ist schon ein bisschen länger her und der ist auch ziemlich lange nicht auf der Anlage gefahren. Was ich nicht gesehen habe, was ich auch nicht wusste, dass dort eine Innenbeleuchtung drin war mit einer einzigen Glühbirne. Und zwar genau auf die Erde, auf den Fußboden montiert von dem Vorbesitzer. Das Ding ist in Brand, ist stehen geblieben und zwar hinten im Tunnel. Da hinten drinnen ist stehen geblieben und in Brand geraten und ich habe das erst gar nicht bemerkt. Ich habe mich zwar gewundert, dass es stinkt nach verbranntem Holz, nach verbranntem Plastik, aber auf jeden Fall war auf einmal etwa hier die Holzplatte am Brennen. Leichte Panik ist ausgebrochen, weil ich hier oben weder Wasser hatte noch sonst irgendwas, noch Feuerlöscher. Und ich auch gar nicht wusste, wie ich jetzt erstmal, was ich machen sollte. Ich kann ja jetzt da nicht einfach mal eben im Schlauch irgendwie draufhalten oder Wasser reinkippen. Ja, auf jeden Fall habe ich ihn dann den Brand, wie man es dann macht, erstickt. Ich habe keine Löschdecke gehabt, ich habe eine andere Decke genommen, die ist auch hin. Ja, auf jeden Fall, was soll ich sagen? Ich musste diesen ganzen oberen Bereich, habe ich abgebaut, die Häuser neu angeordnet, wie ihr seht, Stromkabel ordentlich verlegt und das Ganze, was vorher, dieser Grund, diese Bodenplatten waren fest montiert. Man konnte also das Ganze nicht abnehmen. Ich konnte, hatte auch keine Möglichkeit, an die Schienen zu kommen. Weil das damals, als ich angefangen habe, in der alten Wohnung diese Anlage zu bauen, das gar nicht vorgesehen war, dass da überhaupt ein Gleis drunter lang läuft. Und es auch nicht vorgesehen war, da jetzt irgendwie eine Altstadt zu bauen. Das ist irgendwie aus der Situation herausgekommen, dass ich die Platten da fest draufgelegt habe, fest montiert habe und nicht dran gedacht habe, das sollte provisorisch sein. Ich dachte mir, ach, irgendwann baust du das nochmal anders, stellst du erstmal hin, machst Kabel dran, dass die Häuser beleuchtet sind, fertig. Plan ist gewesen, dass ich das eigentlich sowieso längst mal umbauen wollte, allerdings nicht unter diesen Voraussetzungen, dass es gleich bei mir brennt. Beziehungsweise ich habe das zum Anlass genommen, das Ganze dann entsprechend so zu bauen, dass ich diese komplette Altstadt hochnehmen kann. Auch noch verenden kann, da kommen ja noch Straßenlaternen und ein Weihnachtsmarkt soll da noch hin und so weiter und so fort. Na, das ist also noch lange nicht fertig. Ihr seht hier an der Seite, da fehlt auch noch jede Menge. Ich bin erstmal froh, dass das alles funktioniert. Die Glocken sind jetzt auch, beziehungsweise die Glocken der Kirche sind auch vom Pult aus bedienbar. Sonst musste ich ja immer, vielleicht erinnert euch noch, ich hatte hier in diesem Haus einen Schalter drinne, weil das von der Stromversorgung damals nicht anders ging. Jetzt habe ich das, wie gesagt, alles verkabelt unten rum. Und kann dann auch über einen Schalter dazu beitragen, dass die Glocken dann halt von der Entfernung ausgeschaltet werden können. So, beleuchtet ist auch alles. Sieht man jetzt natürlich nicht im Hellen. Ja, was ist noch passiert? Eigentlich gar nichts. Doch, ich glaube, in einem anderen Video
Schnipsel, den ich euch hier noch beifügen werde, habe ich diese Lok umgebaut. Ich habe schweißgebadet dran gesessen. Der Michael aus Rastatt hat mir geholfen über Video WhatsApp. Ich bin ganz ehrlich, ich bin feige Sau, was angeht, diese Loks auseinanderzubauen, weil ich Angst habe, ich kriege die nicht wieder zusammen oder ich friemel da mehr kaputt als alles andere. Aber wie ihr ja wisst aus vergangenen Videos, ist die hier meinen Wendel nicht hochgekommen, nicht einmal mit dem Eigengewicht. Warte mal, ein bisschen rauszoomen. So, die ist ja selbst das Eigengewicht ist hier nicht hochgekommen. Der Michael hat mir eine Achse gesendet. Ja, eine Achse zugesendet, die da reinpasste, mit Haftreifen eingebaut, passt, läuft. Ich habe bei Fleischmann bestellt, die Achse ist erst Ende April, Anfang Mai lieferbar. Also ich finde das ehrlich gesagt traurig von Fleischmann, dass die Ersatzteile, die sie in ihre Ersatzteillisten auflisten, überhaupt nicht lieferbar sind, beziehungsweise dass das so ewig dauert. Ich will sie mal eben ein bisschen fahren lassen. Mal gucken. Ja gut, da geht es jetzt gleich nur bergab oder hinten. Den Bergauftrasse kann ich euch dann mal zeigen. Jetzt ist von vorne gesehen, vom Tender vorne gesehen, die zweite Achse und die vierte Achse mit Haftreifen. Ich will es euch jetzt hier nicht nochmal vorführen. Sie kann jetzt sechs Personenanhänger locker hochziehen. Was ich natürlich nicht die ganze Zeit machen möchte, weil maximal drei, vier Anhänger, Personenanhänger sollen bei mir hinter dieser Lok fahren. Licht ist jetzt ein bisschen blöd, aber ihr seht, sie fährt jetzt einwandfrei hoch. So, da ist jetzt kleines Malheur passiert, egal, ist nicht schlimm. Ich wollte euch ja auch nur kurz zeigen, dass sie jetzt einwandfrei die Berge hochfährt. Naja, was heißt die Berge? Die Anstiege bei mir auf der Platte. Und danke auch hier an Michael. So, was ist noch passiert? Ja, ich habe ein bisschen gemalert hier. Hier hinten, wo der Bahnhof steht, angedeutet wird demnächst noch ein Überholgleis eingebaut. Und vielleicht noch ein paar Abstellgleise und dann ist das Gleisbett auch oder der Gleisplan so verändert, wie ich ihn gerne haben, mir es vorgestellt habe. Was ich hier mache, was hierher kommt, ob es eine Altstadt oder Industriegebiet wird, weiß ich noch nicht. Kann ich euch noch nicht sagen. Dann habe ich eine Idee übernommen, beziehungsweise, das ist Blödsinn, was ich euch jetzt erzähle, ich hatte keine Idee, sondern ich habe mich ja immer rumgeärgert mit dieser blöden Z21-App. Ich war lange am Überlegen, ob ich mir einen kleinen Raspberry Pi zusammenbaue, um den hier oben in Betrieb zu nehmen und dann Train Controller Bronze raufzuziehen, weil ich ganz gerne einen Pendelbetrieb auf meine Anlage einbauen wollte. Beziehungsweise zwei Pendelbetriebe oder vielleicht sogar drei Pendelbetriebe. Problem ist, die Z21, Zentrale von Fleischmann, unterstützt es nicht. Zumindest habe ich bisher keinen Hinweis darauf gefunden, dass sie es tut. Es gibt einige Zentralen, ich weiß jetzt allerdings nicht welche, ich habe im Internet gelesen, ich weiß es jetzt nicht, dass es einige Zentralen gibt, die dieses unterstützen. Die Z21 leider nicht. Ich fand die Train Controller Bronze eigentlich sehr gut. Ich habe jetzt leider meinen PC bzw. meinen Laptop hier nicht an. Versucht immer eben schnell hochzufahren. Vielleicht kann ich das dann nochmal gleich zeigen. Ich fand das sehr toll, wie man innerhalb weniger Minuten ein komplettes Gleisbild erstellen kann. Selbst die Loks, die Weichenstellung funktioniert sofort. Man kann also nur auch das LAN-Kabel nur mit dem Laptop verbinden und schon funktioniert das alles. Allerdings möchte ich keine 109 € ausgeben, nur um Gleisbildplan zu erstellen und Weichen zu stellen. Das kann ich letzten Endes mit der Z21-App auch. Und zwar habe ich da jetzt auch eine Lösung gefunden, wie es der Micha aus Rastatt macht. Er hat zwei Tablets in Gebrauch. Oder er hat sogar vier. Das brauche ich nicht. Ganz so blind bin ich noch nicht, dass ich vier Tablets brauche, um zu sehen, was auf meiner Anlage los ist. Ey, Michael, war nur Spaß, ne? Ich habe von meiner Frau dieses Tablett geschenkt bekommen, beziehungsweise ich habe es ihr Weihnachten geschenkt. Sie hat es nicht benutzt, sie ist nicht der Tablett-Fan. Sie wollte es eigentlich verkaufen und hat gesagt, komm her, eine wird nicht verkauft.
kommt oben an die Murbau ran. So habe ich auf der einen Seite jetzt meinen Gleisbildplan und auf der anderen Seite kann ich steuern. Ich kann dann natürlich hier auch noch schnell umwechseln, wenn ich mit vier Loks am Rumwerken bin. Aber die Hauptidee ist, wie gesagt, dass ich hier einen Gleisbildplan habe mit den Weichen, die ich im Augenblick schalten kann. Und ich finde, das ist dann doch eine Möglichkeit, sich mit der Z21-App in irgendeiner Art und Weise anzufreunden. Jo, das ist auch der einzige Grund. Es gab ein paar Updates von der Z21-App, hat allerdings bei mir noch keine Verbesserung, auch kein Stabilitätsproblem. Das hatte ich ja eigentlich von Anfang an so gut wie gar nicht. Die Schienenweichen lassen sich immer noch nicht miteinander verbinden. Es ist ein Kreuz und Quer durcheinander, die springen alles hin und her. Da muss Fleischmann wohl noch ordentlich ein bisschen nacharbeiten. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts. Eigentlich ist ja, habe ich ja groß angegeben mit, ich will jetzt hier von Ostern bis Oktober nichts machen. Ich werde auch nicht mehr allzu viel machen in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten. Hin und wieder. Deswegen sage ich jetzt erstmal Tschüss. Schönen Sommer. Zwischendurch werde ich mit Sicherheit nochmal mich melden. Mal gucken, wann und wie. Ich wünsche euch erstmal eine schöne Zeit und bis die Tage.